Kennen Sie Abrax, Brabax und Kalifax? Seit 1976 sind das die kleinen Helden der Comiczeitschrift Mosaik. Jeder, der im Osten Deutschlands aufgewachsen ist, wird sie kennen. Und auch heute noch bestehen die drei Abrafaxe Abenteuer in der Weltgeschichte. Und wer schrieb Weltgeschichte in Wittenberg? Wer schrieb 95 Thesen und nagelte sie angeblich an die Türe der Schlosskirche? Martin Luther. Vor fast 500 Jahren. Ein Grund für die Zeichner, ihre drei kleinen Helden im Comic Luther treffen zu lassen und für Sandra Theis die Schlosskirche zu besuchen. Luther würde sich wohl freuen. Nach mehr als 3 Jahren Restaurierung erstrahlt die Wittenberger Schlosskirche in neuem Glanz. Nur an der Orgel wird noch geschraubt. Wenn Sie so wollen, hat die Schlosskirche eine Komplettsanierung hinter sich. Der Innenraum ist vom Keller bis ins Dach saniert worden. Die Kirche ist das Symbol des Protestantismus schlechthin. Hier soll Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine Thesen angeschlagen haben, die die Reformation einleiteten. Doch eigentlich weiß man das gar nicht so genau. Also man weiß, dass Martin Luther seine Thesen an dem Tag veröffentlicht hat, in Briefen verschickt hat. Aber ob sie wirklich an die Kirchentüren oder speziell an die Schlosskirchentür angeschlagen wurden, das weiß man wirklich nicht. Was ist wahr und was nicht, das interessiert auch die Zeichner vom Mosaikverlag. Denn ihre Hauptfiguren, die Abrafaxe, wandeln seit kurzem auf den Spuren Luthers. Mehrere Tage lang haben die Künstler in Wittenberg und Umgebung recherchiert, versuchten zum Beispiel herauszufinden, wie die Thesen denn aussahen. Waren sie handschriftlich oder gedruckt? Wir haben uns mit einer Historikerin auseinandergesetzt und haben mit ihr diskutiert. Und sie sagte auch, die einzige Möglichkeit, das zu überprüfen, ob es gedruckt oder handgeschrieben wäre, wäre eigentlich im Vatikan nachzugucken. Aber da kommen wir leider nicht ran. So detailgenau wie möglich soll es sein. Beim Kirchenportal orientierten sich die Zeichner an einem Holzschnitt von damals und dem heutigen Aussehen des Portals. So entstand diese Vorlage. Und so sieht es im Comic aus. Im neuen Heft nagelt Brabax ein Traktat wieder die wilden Wirbeltänze an die Kirchentür. Das ist ein Traktat, das es tatsächlich in Wittenberg gab. Damit sollte also zu exzessives Tanzen verboten werden. Warum, das kann man nicht ganz genau sagen. Aber vermutlich, weil dabei die Röcke der Damen zu hoch geflogen sind. Viel ausdenken mussten sich die Zeichner nicht. Die Geschichte um Luther bietet viele Geschichten.